Da sind wir wieder bei einem Preis. Also wenn du so willst, kannst du mir gerne einmal dein Leben geben. Dann habe ich etwas zum Spielen zwischendurch. Meine Hunde haben etwas zum Fressen. Wäre es in Ordnung für euch, nach eurem Essen zu sauen? Wir unterhalten uns kurz in unserer großen Gruppe und melden uns dann bei euch. Wie wir entscheiden. Um Essen geht eine abschließende Frage. Wie viele sind für diese Prüfung notwendig? Oder reicht es, wenn sie jemand alleine absolviert? Ich würde sie nicht alleine absolvieren. Das beantwortet die Frage nicht. Euer Kopf und Kragen, nicht meiner. Das beantwortet die Frage auch nicht. Naja, ich guck nach meinem Essen. Ihr könnt es euch ja natürlich ausmalen. Immer so. So, kommt zusammen. Wie wir wissen, können einige von uns nicht so lange. Und sie sagte, es würde lange gehen. Das heißt, wenn wir alle dabei bleiben, wie wir sagten, wir gehen kein Risiko ein, ist es hier Ende. Und wir müssen einen weiteren Tag finden, wo wir mehr wie jetzt zusammenbringen. Wer möchte sich darum kümmern? Größere Gruppe. Wenn das mit Regeln und dergleichen zu tun hat. Ich bin nicht sicher, ob eine größere Gruppe. Ich will dafür, wir schlachten ihre Hunde ab, reißen ihr die Arme aus und zwingen sie dazu, uns den Weg zu zeigen. Dafür bin ich ja. Wie gesagt, einige von uns können nicht so lange heute. Anderer Tag. Sie hat mein Leben bedroht. Was erwartet ihr, Signorita Alari, Verzeihung? Oh, Entschuldigung, habe ich die Drohung nicht mitbekommen. Ich habe die auch nicht gehört. Dann habt ihr nicht richtig zugehört. Wenn wir sie angehen, kommen die Hunde. Nun, ich denke, wir sind dafür nicht wirklich gut ausgerüstet, jetzt ein paar Tage hier zu bestehen, oder? Mhm. Die Frage wurde nicht beantwortet, ob wir die anderen fesseln, wenn die, die bleiben wollen, bleiben. Allerdings, Caesar und der Hüter, Zwergelitaris, jetzt habe ich ihn nicht verstanden. Gut, also nochmal kurz zusammengefasst, ne? Wegen Ausstattung. Gestaltet. Wir sind fertig oder warum ist das Feuer aus? Weil wahrscheinlich. Sie auf dem Stein sitzt und uns belauscht. Einige sagten halt gestern, sie können nicht so lange. Das ist jetzt mein Bedenken. Wir haben gerade die Chance, dass wir alle hier wieder rauslaufen können. Bekommen. Gut, bei allem, was jetzt ansteht, wir haben diese Expedition nach drüben noch vor. Wir haben die Geschichte mit den Dunkelelfen. Wir haben die Zwerge, wir haben die Untot. Ist es denn klug, jetzt noch eine weitere Tür zu öffnen? Ich glaube, das hat was mit den Dunkelelfen und Zwergen zu tun. Den Verrätern, das sind keine Zwerge. Sehe, aber können wir diese Baustelle jetzt gerade verkraften? Das war meine Frage. In die Runde. Ich würde fast behaupten, diese Baustelle haben ja schon längst geöffnet. Oder diese Tür. Vielleicht kann man sie wieder zuschließen. Ganz fest. Einstürzen lassen. Nee. Das ist eine Riesenhöhle. Sie sagte ja, sie hätten hier unten alles. Also es wäre noch nicht mal schlimm. Sie, ihr berücksichtigt por favor dabei den gewaltigen Stein, der auf dem Rückweg wartet. Wenn wir hier jetzt krachen. Der die Höhle versperrt. Das erste Geröll, was wir zusammen scheren. Sind alle für raus? Also, ich's mir nicht leisten kann. Wir stimmen einfach ab. Für raus oder rein? Prinzessin, was ist eure Meinung dazu?
weiß nicht, ob ihr für welche großartig ausgerüstet sind. Weiß nicht, was ihr alles bei euch drauf. Ich hab alles dabei. Information über groß oder klein, das ist nur eine Prüfung. Und die Trulla oder was ist? Gibt ja keine. Die hat er auch gesagt. Mhm. Das ist die Neugier. Oh. Also dann gehen wir. Können wir eigentlich, wenn wir die Prüfung gemacht haben, dann noch von da zurück? Nun, also lieber mache ich die Prüfung, anstatt mich mit dem scheiß Golem zu kloppen. Der hat uns davon auch durchgelassen. Und jetzt versperrt. Und als wir reingegangen sind, hat er den Weg versperrt. Dann springen wir über ihn. Solche Golems sind langsam. Hm. Golem oder Prüfung? Also ich wäre für die Prüfung. Kann aber lustig werden. Ich hier unten verbringen. Wir haben die Sandlande überlebt. Das Wort dieser Frau für bare Münze nehmen. Sie hat uns nur so viel Information gegeben, dass es uns potenziell Angst machen würde, aber die wichtigen Informationen, die wir hätten gebraucht, hat sie verschwiegen. Soll ich sie herwinken? Wenn es wirklich so ist, dass es einige Tage dauert. Wir teilen uns jetzt einmal auf. Alle, die dafür sind, gehen da hinten zu dem Kristall und alle, die dagegen sind und jetzt gerne wieder heimgehen möchten, bleiben hier auf dem Stein. Dann können wir ja schauen, ob es genug Leute sind, die gerne mitgehen möchten, dass diese alleine mitgehen. Ich werde keine Entscheidung. Ich werde mich euch anschließen. Gut, das ist klar, dann raus. Ihr könnt auch alleine weitergehen. Nein, das heißt dann sind ja wir zu wenige. Es wurde entschieden, raus. Man kann sie herwinken. Vielleicht besteht ja die Möglichkeit, dass wir nochmal hierher können. Sagte sie ja, das war ja die erste Frage von mir. Es wäre möglich. Gut. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wo ist sie hin? Neben dem Stein. Ah, da. Gut, habt ihr euch entschieden? Wir gehen. Alle einstimmig? Nach draußen, nicht zur Prüfung. Achso, ja gut, dann tschüss. Wie kann man den Zwerg wieder kontaktieren, wieder vor? Sehe ich aus wie ein Zwerg? Ich habe nicht so einen langen Bart hier. Nee, du bist hier unten. Uns auch jemand aufmachen. Hey, 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 jetzt pass mal auf, was du sagst, ja? Nice. Ups. Haltet euren Hund das nächste Mal ein bisschen in der Bar. Im Moment solltet ihr euch beherrschen, ihr seid weit weg von euren Hunden. Und hoffentlich lässt uns dieser Golem jetzt auch vorbei. Andernfalls müssen wir da unten durch. Hey, ihr da mit dem Stäbchen, kommt mal kurz her. Ja. Zwerg beim nächsten Mal nicht antrifft. Ich bin ja fast würdiger. Vielen Dank, vielen Dank. Was war das? Draußen. So, kommt alle, kommt.
Danke für den Auslass. Tschüssi. Nun. Ihr könnt einfach durchrennen. Lasst mal die Zwerge vor. Viel Spaß beim Spielen. Das sieht nichts aus. Ja, einfach durchrennen. Ich hab's euch gesagt. Ich die reserviere. Ich glaube, die Reservierung juckt ihn gerade nicht. Omrik, wir müssen da durch. Los jetzt. Ich halte ihn in der Ecke. Ich sehe ihn in der Ecke. Seht zu, dass er durchgeht. Alles klar. Alle durch mit euch. Ich halte ihn da. Was cool hier. Ist er da drin? Wohl noch drin. Es sind alle aus der Taverne raus gewesen. Wenn geht's nur um den Stein. Wo ist Kirko? Na hier. Doch, okay. Entschuldigung. Ich zieh euch durch. Kommt schon. Kommt raus. Raus! Wieso ist er wieder reingegangen? Die wollen noch mal spielen! Achso, Julio. Ist schwer getan. Julio ist hier! Ja, oh. Aber ich kam durch den Spalt nicht durch. Und ich bin auch erstecken geblieben. Was hat man euch jetzt zugesteckt? Den Schlüssel für die Taverne. Das ist gut. Oh. Sehr klasse. Hat ihr Grabmal auch gleich mit drauf geschrieben? Kannst du mir auch mal geben, mir das kurz eine kleine Zeichnung davon anfertigen, damit ich den später nachspielen kann? Und sie sagte, wenn man den Wirt nicht antrifft, dann gab sie den Schlüssel. Ja, vielleicht Kerma, wollt ihr auch noch eine Abdruck? Zeichnung, könnt ihr mir einen des Schlüssels schmieden? Machen? Oh ja, das kann ich auch machen. Sehr gut, dann macht das. Gut, dann gehen wir mal die Zelte gerne mehrere abbauen. Ja. Ja gut, dann mehrere. Alles klar. Sind alle unverletzt? Du hattest recht. Vielen Menschen zu stehen, vor so vielen Wesen zu stehen und trotzdem so eine große Klappe zu haben, ist entweder Wahnsinn oder sie wusste um das, was hinter der Prüfung ist. Ich weiß nicht, die Hunde waren schon in großen Zahl und gefährlich. Glaube ich, ist aber nicht gezählt hab. Das waren sieben. Es hat sich noch einer hinter dem Stein versteckt. Habt ihr die Gebäudestruktur da hinten da gesehen? Diese ganz komischen Dächer? Ja. Vermutlich ein Labyrinth. Ich bin so ein Gauner. Fahren wir los? Alle an Bord?
bereit. Ja. Gut. Ne, Endora ist noch. Die fliegt wahrscheinlich. Oh. In Ordnung, dann fahr ich's. Nehmt ihr mich wieder mit? Wir oder jemand anders? Nein, nein. Sei auf, wo ist Kürgo? Ich bin da, ich bin da, ich bin hier oben. Möchte jemand vorher irgendwo raus, Venas oder so? Weil ansonsten fahre ich durch nach Tenebra. Nein, wir müssen unsere Tiere holen. Gut. Ich werde das Ganze jetzt den Sturmsrahmen schreiben, wie es passiert ist. Vielleicht reicht's für meine Aufgabe, vielleicht nicht. Groß Kontakt hatte ich ja nicht zum Wirt. Also wirklich Kontakt habt ihr nicht hergestellt. Nee, mal sehen, was die sagen. Ja, das lag aber wohl mehr am Wirt als an uns. Wenn er uns einfach das einsperrt. Das macht aber, also, ja. Er sagt, wir sollen aufräumen und dann. Dann müssen wir eine Prüfung absolvieren. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Ich glaube, ich habe einen Stein gerammt. Naja, egal, geht weiter. Ja. Ja. Wirklich bewirtet wurden wir nicht. Also, die Bedenken waren wohl berechtigt. Das war kein Tavernenbesuch. Ich glaube, ich werde kurz nach diesem Besuch nochmal diesen Schrein besuchen. Wissner, also jetzt an euch Zuschauer, genau sowas feiere ich. Den Schrein? Es gab vorher ganz viele Projekte, wo es erpicht war. Das Event muss jetzt heute erledigt werden. Wir sind jetzt hier quasi gescheitert. Und ich habe euch schon ganz am Anfang gesagt, wir haben nicht den ganzen Server dabei. Wir werden wahrscheinlich nicht weit kommen. Und genau so war's. Wir werden mehr sein müssen. Grüße! Wir legen in Tenebra an. Ja, da komme ich gerade her. Komm, spring rauf. Wer ist denn da alles auf dem Schiff? Alle, komm. Hopp, viele. Wir wollen weiter, komm. Alle. Ja, ich habe ungünstig angelegt, verzeiht mir. So, jetzt. Und weiter. Dankeschön. Sitzen bleiben. Grüße. Hallo. Grüße. Wer seid ihr denn? Ich glaube, ich kenne euer Gesicht noch nicht. Ah, ich bin Amalia. Ich habe nach Caesar gesucht und Malenia. Ich habe nach Abaddon gesucht. Und wir und, sind hier. Ja, ich war bei Caesar und Malenia zu Hause. Da war keiner. Da war ich in Tenebra und dann habe ich das Schiff gesehen. Entschuldigt, seid ihr schon lange in diesen Landen? Nein, noch gar nicht. Ah, okay. Ich denke, das sind erst ein paar Tage. Ah, okay, das erklärt's. Herzlich willkommen. Dankeschön. Sie, hat einer von euch gestern vielleicht den Graf Hüter gesehen? Ja, ich war gestern bei den Hütern. Schon geschlafen. Kannst du nicht wissen. Oh. Ach, warte! Nein, da wo wir herkommen, ist der Graf nicht gewesen. Ah, seltsam. Hm. Aber wenn ihr zu den Hütern des Waldes gehört, dann seid ihr bestimmt die Kleintierzüchterin. Genau, Alari. Wir sind da. Genau, ihr habt denn diese flauschigen Fellknäule gemacht.
Also ich habe sie nicht gemacht, sie haben sich selbst gemacht, aber ja. Also, ja. ihr wisst natürlich, was ich meine. ihr zuerst. Könntet ihr den Steg etwas länger machen? Ja. Guck mal. Ich hätte fast meine Galionsfigur verloren. Das war gemein. Wollt ihr Edna eventuell helfen? Wenn es geht, dann ja. Wo ist denn Edna? Okay. Vergiss es, das klappt nur einmal, ja? Gut. Und der schlägt jetzt etwas hoch. Nicht lang genug und zu hoch. Aha. Für die Sendung war ausreichend. Ja. Unglaublich, wirklich. So, alle aufeinander aufpassen und hoch. Und ich reite mal vor und lock mal alles weg. Wo ist Alari? Vor mir, gut. Ja, vor mir, du siehst mich nicht. Alles gut. Ich guck jetzt nicht runter, aber noch ist nichts passiert. Ich meine nur falsch. Das ist ein wilder Schneeleopard. Achtung. Wo? Und ich habe keinen Leckerli dabei. Ich glaube, nicht so, der Junge hat ja fest. Ich dachte, ihr lauft nicht rein. Verzeihung. War ein junges Tier. Geht es? Hat sie euch schlafen geschickt? Nein. Aufpassen, da hinten sind viele Greifvögel reingelaufen. Was? Vögel? Ja, da hinten sind Vögel. Ja. Zwei riesige große Vögel, Caesar. Sie wird in die andere Richtung. Aber, die sehen schon ganz schlecht aus. Ich habe meine Vögelkleidung dabei. Das ist hier echt nicht. Nee, das ist nicht der Riesen. Au! Sie hat gesagt, riesengroß! Ja. Riesengroß! Die sind weg! Die sind weg! Lisa, die sind weg! Die sind tot! Ach so! Die sind tot! Ja, die sind tot! Okay. Oh je! Yeah. Du reißt die Vögel kurz auseinander für Caesar, sonst kommt er in die Lang. Tote Vögel sind gute Vögel. Das habe ich überhört. Ich stecke im Mammut fest. Geht's, danke. Mit den Vögeln habe ich überhört, okay? Warum? Hast du die Dinger mal gesehen? Darf ich daran erinnern, wer ich bin und was ich bin? Du bist Julio. Einer meiner Vertrauten. Du bist nicht einfach nur ein Vogel. Wo ist der Rest? Sind alle schon vorgelaufen? Ich habe einige vor mir gesehen. Die sind alle vor. Prinzessin ist links von mir. Ich bin bei dir. Hier oben kämpft man. Schon erledigt. Wuffy ist doch ein Kandidat dabei. Ach, Vorsicht, 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 Vorsicht. Okay, Caesar, lauft einfach und guckt nicht runter. Ich habe vor denen keine Angst. Die meinte ich auch nicht. Lauf, lauf, lauf! Insektenfresser! Insektenfresser! Das
ist das? Lauf! Zu weit! Kann ich irgendwas tun? Der Letzte oder irgendjemandem, den es nicht gut geht? So, ein bisschen Zeug. Ach, seid ihr alle? Gut. Wir warten dann, bis der Regen aufgehört hat, nicht wahr, Sisa? Ja, danke sehr. Ja. Und ansonsten sieht man sich morgen zum Stream. Und jetzt noch die kleine Überraschung dazu. Ja. Das ist mein Geburtstagsstream. Bis morgen. Tschüssi.